Hallo, hier möchte ich euch mal zeigen, wie man, ich mache mal Licht aus, zack, wie man hier das 3GS, das eben halt, ob das 421, 421 hat und Jailbreak mit neuem Bootraum. Also das ist 3GS mit neuem Bootraum, wie man das wieder anbekommt, wenn man es aus Versehen ausschaltet. Also Zustand ist der. Dass der sozusagen jedes Mal, wenn er startet, eben halt hier beim Apple-Zeichen hängen bleibt. Deswegen machen wir hier Red Snow auf. Klicken einmal auf Browse und wählen die Firmware für 3GS aus, und zwar die 421. Da steht hier Processing Firmware. Wie gesagt, der startet eben halt nicht. Der bleibt hier sozusagen hängen. Und der bleibt in so einer Schleife sozusagen hängen und startet nicht. Hier kurz warten. Dann wird man gefragt, ob das ein 3GS mit neuem Bootraum ist. Da machen wir ja. Das ist ein 3GS mit neuem Bootraum. Das kann man an der Seriennummer ablesen. Jetzt können wir auf Next klicken. Hier auf Just Boot Tetrid Right Now. Da einmal raufklicken. Und jetzt Kabel anschließen. Also ich mache das mal andersrum, sonst kann ich das nicht halten. Hier einfach auf Next klicken, damit der Prozess losgeht und beide gedrückt halten. Beide gedrückt halten, nachdem das ausgegangen ist, bis 13 oben loslassen und unten weiterhin gedrückt halten. Jetzt nicht verwirren, ich habe das iPhone gedreht, deswegen meine ich oben und unten. Und dann geht das Teil in DFU-Modus rein. Falls es beim ersten Mal nicht klappt, dann liegt das daran, dass der Rechner das Gerät noch nie im DFU-Modus hatte und deswegen dauert das eben halt mit dem Erkennen ein bisschen. Dann einfach auf Back gehen, kurz warten, bis das im DFU richtig erkannt wurde vom Rechner und dann einfach auf Next gehen. Dann landet der automatisch auch im DFU-Modus. Also wie gesagt, beim ersten Mal nicht gleich verzweifeln, falls es nicht klappt. Der Computer muss das allererste Mal das Gerät im DFU-Modus überhaupt erkennen, installieren und danach startet dieser Vorgang auch so richtig. Hier das Fenster können wir einfach auf Finish klicken. Jetzt, ja, warten. Genau, sobald dieses Geräusch kommt, geht es auch sofort los. Da sind wir wieder. Und voilà, alles funktioniert wie vorher auch. Der Jailbreak und alles ist noch drauf. Ja, das war's.